Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft Hunger Games. Folge 18 ist das jetzt hier. Und ja, ich habe gedacht, ich nehme jetzt hier mal ein bisschen früher auf, während ich hier noch in der Lobby bin und dass die Map gerade noch gewählt wird. So, ich kenne die Map hier selber gerade gar nicht irgendwie. Aber gut, lassen wir uns mal drauf ein. Und gucken mal, ob wir was Schönes bekommen. Mist, hier ist leer. Da ist eine Enderperle. Okay, das war aber auch schon alles. Egal, dann haben wir schon mal ein bisschen was zu essen. Was ist das hier? Hier ist ein Zaubertisch. Alter, das verwirrt mich hier gerade irgendwie ein bisschen. Gut. Egal, wir rennen jetzt ja erstmal irgendwo ins Nirgendwo. So, was ist hier? Wahrscheinlich nichts. Doch, hier ist... Oh, ein Eisenschwert. Sehr schön. Freunde, ich komme, ich töte euch. Nee, Spaß. Wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir so voll unbewaffnet sind, so voll schlecht und so. Und wir haben sogar einen goldenen Apfel, sehe ich gerade. Das ist irgendwie geil. So, ist hier irgendwo was? Nö, sieht nicht so aus. Da hinten ist jemand. Ich renne einfach mal zu dem hin. Vielleicht hat er ja ein bisschen Essen oder Rüstung oder irgendwas. Das wäre ja schon mal sehr nice. Oh mein Gott. Das war ziemlich klar. Egal, wenigstens hat er jetzt keine Enderperle mehr. Gut. Hier sieht es so aus, als könnte hier irgendwo was versteckt sein. Wahrscheinlich täusche ich mich wieder. Nee, hier ist nichts. Ach, kurz kratzen. Hey, das sieht irgendwie geil aus mit diesen Dingern, mit diesen Trichtern da oben drauf. Muss man schon sagen. So, ich geh mal hier hoch. Scheint ja irgendwie so eine Bücherei zu sein oder sowas. Keine Ahnung, aber... Gut, auf jeden Fall müssen wir... Ah, hier ist eine Kiste. Sehr schön. Gut, einen Bogen haben wir jetzt immerhin auch schon mal. Sehr fein. Was zu essen. Goldene Karotte. Ich weiß gar nicht mehr, was die goldene Karotte macht. Oh Gott. Die Map habe ich noch nie gesehen, komischerweise. Obwohl ich eigentlich ziemlich oft Hunger Games spiele, beziehungsweise... Ja, doch, eigentlich schon. Ich kletter mal hier hoch. Hier ist aber nichts. Egal, dann gehen wir erstmal weiter. So. Da hinten sind Menschen. Ich hasse Menschen. Ey, da sind aber über viele. Da sind drei Leute oder so. Frischfleisch, Frischfleisch. Oh ja, Frischfleisch. Jetzt rennt doch nicht vor mir weg. Okay, doch, die Namen sieht man noch. Das ist gut. Ach, die sind hier im Brunnen. Gut, dann warten wir mal hier oben schön. Hallöchen, alles Gute kommt von oben. Dankeschön, vielen Dank für das Essen. Wäre gar nicht nötig gewesen. Okay, vielleicht doch. Oh, guck mal, hier ist noch einer. Dankeschön, nochmals. Okay, ich glaube, das wird eine ziemlich geile Runde, aber wir hatten auch mehr als Luck. Oh, und ich habe nur noch ein Herz, sehe ich gerade. Warte, hier waren noch irgendwo Schuhe gerade. Egal, ich ziehe das Zeug hier erstmal an. Ah, da vorne liegt noch eine Enderperle. Die schnappen wir uns gleich mal. So. Da ist noch eine Kiste. Die hat er sich aber wahrscheinlich doch nicht. Hat er sich doch nicht geholt. Hm, komisch. Gut, dann holen wir die uns jetzt halt eben. Na. Scheiß Wasserfall. Okay, ist hier vielleicht noch irgendwo was? Nee. Aber. Gut. Essen müssten wir ja eigentlich jetzt erstmal wieder ein bisschen haben. Ja, ein bisschen haben wir. Rohes Rindfleisch. Gut.
Besser wäre natürlich gebratenes. Aber egal. So, hier ist jetzt nicht zufällig noch irgendwo irgendwas. Oh, das irritiert mich mit diesen Half-Slaps da. Irgendwie. Und wo sind wir denn jetzt überhaupt gekommen? Von da, ne? Gut, dann gehen wir hier auch wieder zurück. So, hier war nichts mehr. Okay, ich glaube sogar, das war eben ein Zweier-Team. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Am besten, wir gucken hier nochmal so ein bisschen im Dorf rum, ob hier vielleicht noch irgendwo eine Kiste ist. Denn was wir jetzt noch auf jeden Fall gut gebrauchen können, ist Essen. Ich gucke jetzt nochmal gerade was. Hä, die geben irgendwie gleich viel Rüstung, ist irgendwie komisch. Okay. Da ist eine Kiste, die natürlich ja jemand übersehen hat. Dankeschön, Feuerzeug. Sehr nice. Crafting Box könnte ich jetzt hier irgendwie gut gebrauchen. Damit wir uns hier ein Brot machen können. Da ist eine Kiste. Ist aber leer, das war irgendwie klar. Crafting Box. Oh, Mann, oh. Ey, es war ein Amboss. Ja, egal, brauchen wir eh nicht. So, da vorne steht auch noch eine Kiste. Zaubertische sind hier komischerweise genug, aber der Rest ist hier irgendwie ein bisschen Mangelware. Da ist ein Gegner. Geh sterben! Mann! Was soll der Scheiß? Wieso konnte ich ihn nicht angreifen, Mann? Ey, das ist so unnötig, Alter. Nur so weggeflogen und dann kommt so ein Spacken mit der Axt vorbei. Mann, das hätte so eine geile Runde werden können. Und dann kann ich ihn einfach nicht angreifen. Na egal, das war's mit dem Minecraft Hunger Games. Ich könnte jetzt gerade vor Wut ausrasten, aber merkt man mir jetzt zum Glück gar nicht an. Na egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo dann hoffentlich nicht so hässliche Lacker unterwegs sind, die dann einfach nur richtig fett Glück haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und haut da rein. Tschüss.